Ja, hallo zusammen. Willkommen zum zweiten Teil Abbruch meiner alten Anlage H0. Ja, wisst, verschenke ich ja die Teile, die ihr gratis haben könnt. Und hier hat es ja jetzt ein Loch, das seht ihr, das habe ich ja ein Stück Landschaft herausgebrochen. Ich zeige euch das mal. Ich habe alles mit Nummern versehen. Das ist der untere Teil der Tropfsteinhöhle. Geh da mal rauf. Ich habe hier, das ist die Nummer 1. Das ist an einem Stück. Das geht ja hier so rüber bis zu diesem Teil. Das Gegenstück, das zeige ich euch jetzt, das habe ich auch herausgebrochen. Das ist ja die Nummer 2 mit dem See. Die Stücke gehören ja eigentlich zusammen. Das ist ja der untere Teil. Und ich schaue mal, ob ich das hinbekomme mit der Kamera. Das ist der untere Teil und hier, das ist ja der obere Teil der Tropfsteinhöhle. Die zwei Teile gehören eigentlich zusammen. Die Teile habe ich ja hier herausgebrochen. Jetzt ihr seht ja schon mal, hier habe ich schon einiges herausgebrochen, gewütet kann man sagen. Und jetzt geht es eigentlich um diesen Teil Nummer 3. Ich weiß nicht ganz genau, wie ich den herausbrechen soll, dass der an einem Stück bleibt. Der Berg hier mit der Kirche. So mache ich das nachher nochmal heran. Und hier eigentlich die Burg. Aber ich weiß nicht, ob ich das alles an einem Stück lassen kann. Muss mal schauen. Die 3 fängt ja hier eigentlich an, dann zur Kirche, dann hat es einen Weg. Dann geht es da hinauf auf den Berg. Hat da verschiedene schöne Szenen, den Berg. Und zu oberst auf dem Berg Bergsteiger zu sehen. Dann geht es hier hinunter auf die rechte Seite. Ich versuche das an einem Stück zu trennen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Dann geht es hier hinten zur Burg, die ich damals alles selber gemacht habe, also alles von Hand. Mit einer Szene, Feuerstelle, ist auch noch mit einem Scheinwerfer beleuchtet. Nummer 3 habe ich nun herausgetrennt. Die Burg oder Ruine ist separat. Das ist an einem Stück jetzt. Das ist auf einem Holzbock. Eigentlich steht das drauf. Das sieht so aus. Dieses Stück. Ihr seht, das ist einfach hier so in der Mitte getrennt. Das kann man dann nur so herausschieben. Das ist dann einem Stück die 3. Dann hier die Nummer 4. Das ist die Ruine. Die sieht so aus mit der kleinen Szene hier. Dem Scheinwerfer. Von oben her sieht das so aus. Auch ein sehr schönes Stück. Wie gesagt, das ist separat. Konnte ich das heraustrennen, die Nummer 4. Jetzt schreibt mir doch bitte in die Kommentare, welches Teil würde euch interessieren zu haben. Und ihr müsst das natürlich selber abholen. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.